Jensen zum Preview-Podcast vorm Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg. Ja, das ist auch nochmal gut, dass ich jetzt hier immer diese Podcasts habe. Trailer ist gerade fertig gemacht, kommt dann morgen. Und da ich ja, wie gesagt, Ferienjob habe, klappt das morgen nicht mehr, beziehungsweise komme ich morgen nicht früh genug wieder heim, dass das irgendwie Sinn macht, noch die PK von morgen früh dann mit reinzunehmen. Deswegen ist die PK nach dem Spiel in Bochum mit drin, die ist ja immer auf den, warum auch immer der VfB die nicht hochlädt. Der VfB lädt immer nur die vorm Spiel hoch, aber die nach dem Spiel findet man meistens immer, wie jetzt in diesem Fall, auf dem Bochum-Kanal, auf den quasi Gegner-Kanälen auf YouTube. Keine Ahnung, ich glaube, der VfB lädt die immer auf VfB-TV hoch, kein Plan. Wer sich das überhaupt geben will, irgendwelche, ich glaube, da kann man das Spiel nochmal in ganzer Länge angucken und so weiter. Aber wirklich rentabel ist, glaube ich, dieses VfB-TV nicht wirklich. Und genau, am Samstag übermorgen, wo ich jetzt noch die hundertprozentige Sicherheit brauche, dass ich da überhaupt frei habe, aber es wird vermutlich klappen, gehe ich mal davon aus. Man kann ja schon ein paar Wünsche an den Dienstplan quasi nennen. Geht's gegen Jahn Regensburg, die vor 2 Wochen ist jetzt her, genau, vor 2 Wochen, 9. Februar, 6-0 zu Hause, oder aus Bielefeld aus Sicht zu Hause für Regensburg auswärts, aufs Maul bekommen haben mit 6-0 in Bielefeld. Also, nur mal so als kleinen netten Vergleich, ne, so die Stichelei immer noch in Richtung von diesem Tweet bei dem 1-1 gegen Pauli, dieses, wo der HSV und Bielefeld beide verloren haben, bla bla. Jetzt nehmen wir mal den Vergleich. 6-0 hat Bielefeld zu Hause gewonnen, der direkte Konkurrent, der gerade auf Platz 1 schwebt. 3 Punkte über uns, der HSV ist punktgleich. Bielefeld und Hamburg haben beide plus oder quasi 11 Tordifferenz besser, wenn man das so blöd formulieren kann. Und dann drunter haben wir ja 6 Punkte auf Heidenheim. 7, nee, das rechne ich dafür einen Quatsch. 8 auf Kiel. 9 auf Regensburg, unseren direkten Gegner auf Platz 6. Also nach unten sieht es ganz gut aus, aber halt einfach, ne, einfach weiterhin, vor allem die Heimspiele, einfach mit einer gewissen Sicherheit einfach die Heimspiele gewinnen. Ich wünsche mir einfach wieder so ein ähnliches Spiel gegen Aue, wo es auch quasi ungefährdet war und am Ende ein solides, schönes 3-0 war. Sowas erhoffe ich mir jetzt auch wieder. Gegen Regensburg, gut, große Statistik aufzurufen. Können wir gerne machen, machen wir auch. 3-2 Auswärtssieg. Diese Hinserie unter Walter noch, da war ich ja im Stadion auswärts, ist glaube auch zwei Clips reingeschafft in den Trailer. Das war ein geiles Auswärtsspiel, geile Stimmung, schöner 3-2-Sieg, das hätte ja auch schon viel höher ausfallen können, das hätte auch ein 1-4 werden können. Kam ja last minute noch das 2-3, also was klingt das Ergebnis enger als das Spiel noch war, so wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und davor, die letzten 2 Liga-Saisons, zweite Bundesliga Süd hieß es damals noch tatsächlich hier bei Fußballdaten.de. 1975 ein Heimsieg, 3-0, 1977 ein Heimsieg, 8-0. Dann hat Regensburg gewonnen mal zu Hause, unentschieden in Regensburg, also zu Hause haben wir bisher 11-0 Tordifferenz. Ah ne, 1961 gab es noch was. Da haben wir 3-2 zu Hause gewonnen. Also zu Hause sieht es gut aus gegen Regensburg, aber die Statistik, man merkt es glaube ich bei der Entfernung oder bei der Jahresspanne, sage ich jetzt mal, kannst du das echt in die Tonne kloppen, da irgendwas sehen zu wollen, irgendwelche Statistiken sehen zu wollen. Es könnte aber tatsächlich, ne, wenn ich jetzt wieder den Move bringe, es könnte ein Spieltag sein, wo wir Punkte gut machen können, weil einfach die Gegner von Bielefeld und Hamburg das hergeben. Wir spielen zeitgleich mit dem HSV am Samstag, Bielefeld am Sonntag, Samstag 13 Uhr gegen Regensburg und der HSV spielt parallel das Derby zu Hause gegen St. Pauli. Weiß nicht, wie es da statistisch aussieht, aber das Hinspiel hat ja, glaube ich, Pauli zu Hause gewonnen gegen HSV. Ne? Die haben, glaube ich, auch ziemlich sicher schon mal beim HSV gewonnen. Ich weiß nicht, ob sie sogar letzte Zweitliga-Saison beim HSV auswärts gewonnen haben, das Derby. Könnte, glaube ich, sein. Ich habe da irgendwas noch im Hinterkopf hängen, aber ich kann es jetzt hier nicht sicher sagen. Aber das ist tendenziell einfach ein, mir fällt kein anderes Wort als brenzlig ein, aber halt einfach ein gehyptes Spiel, wo auch hoffentlich Pauli mit hundertprozentig Bock reingehen wird. Vielleicht ist da ja eine Chance da, dass der HSV zumindest mal nur einen Punkt holt und es nicht zu Hause gewinnt, auch wenn die natürlich auch angestichelt und richtig Bock haben werden auf ein Heimderby, klar. Auch gerade in einer relativ guten Phase eigentlich. Also spricht natürlich auch viel für den HSV, aber es wäre an sich mal ein Gegner, wo was drin wäre, einfach wegen der Brisanz von dem Spiel.
Vielleicht kann er der HSV da mal 2 Punkte liegen lassen. Das ist jetzt, sage ich mal, was anderes, wenn der HSV gegen Pauli zu Hause spielt, als wenn der HSV jetzt gegen Wiesbaden zu Hause spielt oder sowas. Jetzt mal no front. So. Ist halt einfach so, meiner Meinung nach. Und dann Bielefeld spielt zu Hause am Sonntag gegen Hannover. Und Hannover hat ja auch im HSV zumindest mal 2 Punkte abgenommen. Ich weiß nicht, vom Spielverlauf haben viele gesagt, ja, das 1-1 war überfällig und dann am Ende auch okay. Aber es war halt wirklich last second gefühlt, auf jeden Fall Last-Minute-Treffer. In der 96. das 1-1, die hätten sogar fast alle 3 Punkte zu Hause gehalten, die Hannoveraner. Nach dem Spielverlauf, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, das Spiel, aber viele haben gesagt, ja, das 1-1 geht in Ordnung, HSV war eigentlich besser, 2-1 Auswärtssieg wäre auch okay gewesen, aber zumindest mal 2 Punkte abgenommen und Hannover scheint sich zumindest, was Ergebnisse angeht, weil ich die Spielweise einfach nicht bewerten kann, sieht das scheinbar schon einen Ticken besser aus jetzt aktuell. Vielleicht können die in Bielefeld auch einfach wieder einen Punkt mitnehmen. 1-1, 0-0, wie auch immer, in Bielefeld einfach irgendwie punkten. Weil Bielefeld hört halt echt nicht auf zu gewinnen, ne? Die hören nicht auf damit, ne? Letzte Woche haben die auch in Fürth gewonnen mit 2-4, was wir dann die Woche drauf haben, nach Regensburg. Da bin ich auch dabei, auswärts in Fürth. Und da können wir auch wieder, wie gesagt, Stichelei mit dem Tweet, können wir auch wieder den Vergleich ziehen. Die haben 4-2 gewonnen in Fürth. Dann haben wir, glaube ich, auch sogar 4-1 geführt oder so, oder 3-0 mal geführt. Auf jeden Fall deutlicher als das 4-2 noch, was eigentlich auch deutlich genug ist. So langsam, man muss halt wirklich hoffen, dass sie einfach mal aufhören, da oben Punkte zu holen. Weil klar, wir können es auf diese Spiele ankommen lassen, auf dieses das Heimspiel nach Regensburg, das Heimspiel gegen Bielefeld Montagabend und dann halt das Heimspiel gegen, auf diese Heimspiele kann man es halt einfach ankommen lassen, ne? Bielefeld, HSV zu Hause, da kann man die Punkte natürlich gut machen, aber ich als erfahrener VfB-Fan will das eigentlich nicht, weil wenn du dann diese Spiele dann verkackst, aus Gründen, auch aus irgendwelchen Gründen auch immer, diese Spiele nicht funktionieren oder du halt diese Spiele nicht zu Hause gewinnst, dann solltest du anders irgendwo noch Puffer haben, dass diese Spiele nicht diesen absoluten Mega-Wert haben, den sie jetzt einfach haben. Die musst du gewinnen, die Spiele, klar. Auch so oder so, auch wenn wir jetzt, keine Ahnung, Erster werden mit ein paar Punkten Abstand, sind es Spiele, die du gewinnen musst, einfach um zu zeigen, yo, wir sind da, wir wollen aufsteigen und unsere Position ist sowieso noch mehr. Aber ich hätte halt trotzdem gerne, dass man in die Spiele nicht so reingeht, dass du sagst, wir haben wieder 3 Punkte Abstand auf Hamburg und 6 auf Bielefeld oder sowas, wenn es blöd läuft, ne? Da hätte ich ja wirklich gerne so das Puffer, dass du da auch vielleicht eine Unentschieden oder so mitnehmen kannst, weil wir wissen, so diese Alles-oder-Nichts-Spiele, das ist einfach gefährlich. Und deswegen wäre es schön, wenn wir einmal mal Bielefeld und Hamburg irgendwo mal ein bisschen mehr Punkte lassen, dass wir wenigstens mal punktgleich wären mit denen. Jetzt haben wir noch 3 Punkte auf Hamburg und 0 auf Hamburg und 3 auf Bielefeld, aber man kann überall nochmal einen Punkt quasi draufrechnen wegen dem Torverhältnis. Also sind wir immer noch einfach, ne, wie schon gefühlt die komplette Saison, einfach Dritter. Und das ist einfach scheiße. Dritter wollen wir nicht bleiben, ganz sicher nicht. In den nächsten Spieltage mal durchgeht, wir spielen in Fürth, Bielefeld spielt zu Hause gegen Wiesbaden und der HSV spielt in Aue. Da kann der HSV vielleicht mal einen Punkt liegen lassen, haben wir quasi, wenn wir oben uns 3 nehmen, haben wir alle da Punkte liegen lassen in Aue. Bielefeld auch 0-0, wir 0-0. Aue scheint es ja hinzubekommen, da die, ja, ich sag mal einfach blöd gesagt, die Top-Clubs der zweiten Liga da einfach so ein bisschen in Schach zu halten. Und dann kommt dieser Knaller am Montag, 9. März, zu Hause gegen Bielefeld, der HSV spielt gleichzeitig, ja gut, gegen Regensburg. Also, wir müssen aber weiterhin punkten. Das ist auch definitiv drin gegen Regensburg. Ich erwarte da einfach einen Sieg, fertig aus. Weil man davon auch einfach ausgehen kann aktuell. Wir sind ja nicht schlecht drauf gerade und bei aller Liebe kannst du oder wirst du dann gegen Regensburg und zu Hause bitte auch gewinnen. Aber es wird wohl leider Gottes echt erstmal auf diese 2 Knaller gegen Bielefeld und Hamburg, die Montagabendspiele ankommen, dann einfach sich wirklich gefühlt noch, wenn Bielefeld wirklich keinen Bock hat oder Hamburg keinen Bock hat, einfach mal Punkte liegen zu lassen, wenn die wirklich einfach keinen Bock drauf haben, was sie ja bisher zeigen, dass sie keinen Bock drauf haben, weil das wirklich bis zum Ende eng bleiben. Ich meine, Spannung bin ich dabei, macht Bock, Abstiegskampf und sowas, hat auch mal Spannung gehabt, wenn man halt drin bleibt, ist es geil und jetzt hier halt auch, wenn man dann aufsteigt, ist es halt auch geil. Aber ich, ja, die Furcht als VfB ist noch groß, wenn die da oben so weitermachen, dass es dann Relegation sind wir ja nicht so gut behaftet oder halt wirklich dann auch eine, wenn es ganz scheiße läuft, man halt einfach auch über die Reaktion, wenn man halt einfach nicht aufsteigt, ne, fertig aus.
egal über Relegation oder wie auch immer, dann macht man halt den HSV von letzten Saison. Das ist die große Furcht und da hat, glaube ich, auch keiner Bock drauf. Dann war es das für diesen Podcast, für diese Preview. Schreibt mir eure Predictions zum Spiel rein, wie ihr so über die Situation denkt gerade, ob wir aufsteigen und so weiter. Die zwei Heimspiele, zwei dicken Heimspiele gegen Bielefeld und Hamburg. Und dann, wie immer, generell über diesen Kanal und so weiter und so fort. Damit danke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.